Guten Tag aus Belleg, liebe Schwarze. Heute haben wir wirklich einen Traumtag. Geniales Wetter. Hoffen wir, das bleibt so. Wir haben vormittags schon trainiert. Und zur Nachmittagseinheit nehme ich dann die GoPro mit. Nach der Einheit vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler reden. Vielleicht mag wer Latten schießen und wir spielen sie was aus. Und ja, da melde ich mich heute mal vom Trainingsplatz. Ja, no problem. So, liebe Sturmfans, ja, ich bin schon online. Zweites Training fertig, wir schauen noch Dario, Sandy und Ese ein bisschen bei den Abschlüssen zu. Gehen wir, Dario. Ese, you score? Sure. What? Sure. Show me. Oh. Flick Flack. Make Flick Flack. Jeder vier Schüsse. Jeder zwei. Ja, jeder zwei. Vier Schüsse. Nein, sag. Nein. Um 100 Liga steht. Okay. Jetzt haben wir Wette. Ja, wir müssen, das sind vier Helfer. Ja, okay, wenn's zwei hältst, pumpen sie. Wenn's keinen hältst, pumpst du. Ja, passt. Okay, vier Elfmeter. Schütze noch, muss zwei halten. Boah, gut, Lovi. Dann mag ich ihn! Oh, einer wieder hat einen verloren, Alter. Komm, Kacki, oh, Schütze da! Macht er die 100 Liegestütz, das ist die. Komm, Kacki, mach er, dann hat er 100, Alter. Okay. Okay, bro. Okay, bro. Schütze, fang an. Hundert Stück, ich vertraue dir. Bei 50 hast du Pause machen. Bei 50 hast du Pause machen. 30. Geh mal, Bro. Komm. Alles für die Brust. 40. Was? Jetzt schon mit. 20. 50. Schütze, schaust mal kurz in die Kamera. Wo gibt es Winkel in die Kamera? 7. 60. Alter. Ja, mach schön! Mit Live-Beweis haben wir das jetzt. Gehen wir schön. Oh, weh. Zähne noch, was war Zähne da? Noch, Zähne. Schütze, was war? Ja, Alter, sind wir nicht besser. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hilf mir aufzeichnen. Nein. Hilf mir aufnehmen. Komm. Gehen wir, Zähne noch. Komm, Bro, komm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, bravo Schütze! Bravo Schütze! So, liebe Sturmfans, wir sind jetzt bei unseren zwei Masseure, beim Gerhard Wallner. Mahlzeit! Hallo, danke! Ja, bitte! Und Vera Peter, der ist schon fleißig am Arbeiten bei unserem georgischen Messi. Otter, alles gut? Alles okay. Wie geht's dir? Alles klar. Gut, danke. Müde? Bisschen. Wie? Bisschen müde. Bisschen, okay. Very good, German. So seine Kenntnisse, Deutsch Kenntnisse. Ja, super. Weil er macht Riesenfortschritte. Sehr gut. Peter, sag einmal, Trainingslager, merkt man, dass viel mehr los ist da drin oder ist gleich wie sonst da? Nein, ich würde sogar sagen, dass ein bisschen mehr ist als wie die letzten Jahre. Ich habe anständig trainiert wird und die Jungs natürlich ein bisschen müde Beine haben, dadurch würde ich sagen, dass er ein bisschen mehr geht. Verratst uns, wer am öftersten zu dir kommt? Darf man das wissen? Ja, ist ja interessant. Magst du uns seine Rückennummer sagen? Ich jetzt gar nicht sagen. Kannst du ja seine Rückennummer sagen, dann wissen wir den Namen nicht. Die weiß ich nicht. Die weiß nicht. Ich kenne die Spitznamen. Nebenbei rennt bei euch immer Sport, gell? Man ja, ist zwar nur, ja. Ist nur Wiederholung jetzt gerade. Vor allem Skifahren, ne? Das geht uns natürlich auch da. Skifahren, der Schnee im Winter. Material habt ihr genug mit. Das zeige ich unseren Fans natürlich, ja, was da alles drin ist. Wir haben sogar eine eigene Kaffeemaschine mit. Ja. Das ist die wichtigste, die geht ganz gut. Rennt rund um die Uhr.
Gertschi, bei dir, erzählst du uns, bitte? Wer am öftersten zu dir kommt, sagst du uns das? Das ist egal, wie sie kommen, sagt, werden sie dran kommen, wenn sie was brauchen, können sie alles auch von uns. Ja. Von A bis Z. Und dann haben wir noch eine Kaffeemaschine. Ja. Die Kaffee gibt es von dir immer, gell? Ein, zwei am Tag. Dann sage ich auch an dieser Stelle danke an euch zwei. Aber danke. Von der ganzen Mannschaft für eure Arbeit, weil es hat sich wirklich die, fast die wichtigsten im Verein. Meiner, gell? Und ich bitte kommen, gell? Alles wird gelacht, was gefallen wird, okay? Okay, Gertschi. Eklor. Bis später, danke. Viert euch. Danke. Ja, das war Tag 5 bei uns in Belek. Ihr seht, die Jungs bereiten sich gut auf morgen vor. Lassen sich ein bisschen behandeln. Ich bin am Weg ins Zimmer, so wie viele andere auch schon. Wir werden uns dann in die Apfen hauen, dass wir morgen gute Leistung zeigen und den nächsten Sieg holen. Wird mir dann morgen natürlich wieder. Und wünsche euch auch eine gute Nacht, leider heute ohne Schneckerl. Country road.